Hallo, ich bin Aische Mehren, ich war Heilpraktikerin und ich bin Inhaberin der Heilpraktiker-Ausbildung online. Das bleibt auch so. Seit fast 20 Jahren bilde ich Heilpraktiker aus und bereite sie auf die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt vor. Bevor ich beginne, möchte ich etwas aus gegebenem Anlass, also etwas Persönliches sagen. Ich weiß, dass viele von euch meine Videos anschauen und sie mögen. Das erkenne ich an den weit überwiegend positiven Rückmeldungen. Ich weiß auch, dass viele meine Art und auch mich zu schätzen wissen. Und wissen, dass ich niemals jemandem, weder Mensch noch Tier, Schaden zufügen würde. Doch es gibt immer wieder Menschen, die sowohl meinen Telegram-Kanal als auch meine YouTube-Videos von vorne bis hinten durchforsten und nicht müde werden, etwas zu finden, was eventuell gegen mich als Heilpraktikerin verwendet werden kann. Ist ja auch gelungen, man hat mir zumindest vorübergehend die Heilpraktikererlaubnis entzogen. Ich kämpfe. Ich werde auch mal zu gegebener Zeit darüber berichten, doch noch nicht im Augenblick. Das für mich zuständige Gesundheitsamt als Aufsichtsbehörde für die Heilpraktiker warf mir gerade erst wieder aufgrund meines Videos zu den fünf biologischen Naturgesetzen sittliche Unreife vor, um zu unterstreichen, dass der Entzug meiner Heilpraktikererlaubnis durchaus berechtigt sei. Schließlich könne man aus meinen Videos schließen, dass ich die Menschen dazu aufrufen würde, schulmedizinische Behandlungen zu unterlassen. Und aus diesem Grund möchte ich gleich an dieser Stelle, bevor ich überhaupt loslege mit meinem nächsten Video, sittliche Reife beweisen und euch mitteilen, dass es mir absolut fern liegt, andere Menschen zu beeinflussen. Und wer mich kennt, der weiß das. Unabhängig von meiner persönlichen Meinung respektiere ich die Entscheidung und den Weg eines jeden Einzelnen. Das, was ich in meinen Videos erzähle, dient lediglich der Information für euch und ist absolut nicht als Therapiekonzept gemeint. Jeder hat die Möglichkeit und trägt auch die Verantwortung, sich eigenständig zu informieren und sich für seinen Weg in der Krankheit zu entscheiden, ob schulmedizinisch oder alternativ, wie auch immer. Doch jetzt legen wir los. Sobald eine Körperzelle entartet und sich irgendwo im Körper ein Tumor entwickelt, hat man in unsere Köpfe die Vorstellung eingebrannt, dass wir uns von diesem Zeitpunkt an mit dem Tod im Wettlauf befinden. Die Frage ist: Ist das wirklich so? Der führende Krebsexperte in Deutschland ist für mich Lothar Hirneise, der seit etwa 20 Jahren rund um das Thema Krebs und alternative Therapiemethoden forscht. In den letzten Tagen und Wochen habe ich mir Videos über Videos von ihm angeschaut. Es gibt eine ganze Menge. Sein Buch noch einmal gelesen. Ich habe es hier eingeblendet und einige der wichtigsten Aussagen von ihm in diesem Video zusammengetragen. Es soll euch einen etwas anderen Blick auf diese von vielen noch immer so gefürchtete und weit verbreitete und sicherlich auch sehr ernsthafte Erkrankung ermöglichen. Und ich würde mir wünschen, dass ich mit diesem Video dazu beitragen kann, ein wenig über diese Krankheit aufzuklären. Insbesondere die, die Krebs noch immer unweigerlich mit unheilbar verbinden. Seid also gespannt, es geht weiter nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst kurz den Status quo in der Schulmedizin an. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft wurden im Jahr 2020 in Deutschland etwa 501.000 Krebsneuerkrankungen diagnostiziert. Allein davon etwa 55.000 Frauen mit der Diagnose Brustkrebs. 240.000 Menschen etwa bekommen innerhalb eines Jahres Chemotherapie und sterben. Doch egal, welchen Krebs du hast, in Deutschland gibt es Standarduntersuchungen. Entsprechend der Ergebnisse dieser Untersuchungen erfolgt eine Einteilung deiner Krebserkrankung in bestimmte Stadien und daraus leitet sich dann die entsprechende Therapie ab. Es sind sogenannte Therapiestandards, die auf jeden Menschen angewandt werden. Und als Ursache für den Krebs gilt immer die Mutationstheorie. Irgendwann wird irgendwo im Körper aus einer lieben und guten Körperzelle eine böse und entartete Körperzelle. Und ja, wenn der Pathologe einen Tumor untersucht, dann sieht er in der Regel tatsächlich eine Mutation und zieht daraus zunächst den ganz logischen Schluss auch, okay, die Mutation ist für den Tumor verantwortlich. Was er aber nicht sieht und auch nicht hinterfragt, ist, wann die Mutation eigentlich entstanden ist. Wer war zuerst da, die Mutation oder der Krebs? Krebs durch Mutation ist ein fest etablierter Glaubenssatz in der Medizin, auf dem alles aufbaut
und der nicht hinterfragt wird und auch nicht hinterfragt werden soll und darf. Lothar Hirneise spricht bei der modernen Onkologie von der Vatikan-Onkologie, denn sie basiert auf Dogmen, die unantastbar sind. Das Entscheidende ist gar nicht mal die Mutationstheorie, sondern die Therapien, die sich daraus ableiten. Weil die bösen Tumorzellen muss man ja zerstören. Man glaubt nicht daran, dass sich eine Krebszelle jemals wieder in eine normale Körperzelle zurückverwandeln könnte. Und so sind die 5 großen schulmedizinischen Therapieansätze: Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Antihormontherapie und Antikörpertherapie, allesamt nur auf die Zerstörung von Krebszellen ausgerichtet, aber eben nicht beispielsweise auf das Rückverwandeln einer Krebszelle in eine normale Zelle. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, man weiß ja auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Also, dass sich eine Tumorzelle wieder in eine normale Zelle zurückverwandeln kann. Doch, weiß man. Schon 2006 hat ein Deutscher, Professor Risto an der Universität Jena, nachgewiesen, dass sich Dickdarmkarzinomzellen durch bestimmte Aminosäuren, das ist das Stichwort Fraxatin, durchaus wieder zurückbilden können. Hat es auch nur ansatzweise jemanden interessiert? Nein, leider nicht. Obwohl sich daraus ein völlig anderer Therapieansatz ergeben würde und so die Erfolge in der Therapie vielleicht besser werden könnten. Böse Zungen würden sagen, wieso? Es läuft doch, die bisherigen Therapieansätze funktionieren als Gelddruckmaschine doch so gut, dass es besser gar nicht geht. Aber das ist selbstverständlich absurd. Es geht ja schließlich um die Gesundheit von Menschen und nicht um Geld. Wobei man sagen muss, Chemotherapien gelten tatsächlich als ein auslaufendes Modell, aber nicht aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern aus einem ganz anderen entscheidenden Grund. Die Patente für die Chemotherapien laufen aus, sodass jetzt durch die aufkommende Konkurrenz in der Herstellung die Preise sinken und Chemotherapien nicht mehr ganz so unverschämt gewinnabwerfend sind wie früher. Und das neue Pferd, auf das man setzt, sind jetzt die Antikörpertherapien. Auch sie bedienen nur das alte Dogma der bösen mutierten Zellen, aber fahren natürlich wieder Höchstgewinne ein. Aber schlussendlich sind auch das nur böse Zungen, die das behaupten. Zurück zur Mutationstheorie. Warum mutiert denn eine Zelle laut Schulmedizin? Auch diese Erklärung für das Warum halten sie relativ einfach. Zu 95% wird es über Giftstoffe erklärt. Nitrosamine in gebratenem Fleisch, Giftstoffe in Luft und Nahrung, Rauchen, Alkohol, Asbest und, kennt jeder. Diese Giftstoffe führen dann zu einer Veränderung der DNA-Struktur, was dann wiederum zu Mutationen führt, auf die du keinen Einfluss hast, und das führt dann in der Konsequenz zu Tumorwachstum. Und die restlichen 5% Ursache sind dann bestimmte Viren, die zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Ja? Das ist ganz grob zusammengefasst seit Jahren und noch heute schulmedizinischer Standard, und an dem wird nicht gerüttelt. Gehen wir jetzt noch einmal zur Entstehung von Krebs zurück. Würde man eine Krebszelle in einem ganz frühen Stadium anschauen, dann würde man feststellen, dass da noch gar keine Mutation vorhanden ist. Was man aber finden würde, ist, die Zellmembranspannung ist erniedrigt und die Mitochondrien reagieren nicht mehr wie gewohnt. Sie lassen keinen Sauerstoff mehr in die Zelle und die Zelle schaltet dann bei der Energiegewinnung auf Gärung, nämlich auf die Verbrennung von Zucker ohne Sauerstoff, was für eine Körperzelle immer nur eine kurzfristige Notlösung darstellt. Denn unter Normalbedingungen erfolgt die Energiegewinnung in der Zelle immer unter Verbrauch von Sauerstoff. So, und erst wenn all diese Prozesse stattgefunden haben, dann kommt irgendwann die Mutation. Die Mutationstheorie wurde im Übrigen schon in den 1970er Jahren wissenschaftlich widerlegt, was durch darauf folgende Wiederholung der Versuche, aber auch durch einen anderen Versuch 1988 bestätigt wurde und was die Mutationstheorie damit endgültig widerlegte. Nur leider, Wunder oh Wunder, wurde dies von der Wissenschaft und modernen Medizin geflissentlich ignoriert. Im Gegenteil, die Ignoranz gipfelte sogar darin, dass ein Jahr später, nämlich 1989, nachdem die Mutationstheorie widerlegt wurde, für diese Theorie, die Mutationstheorie, den Nobelpreis verliehen wurde. Ich sag einfach mal, was um Gottes Willen rauchen die in Stockholm beim Nobelpreiskommission?
Man muss sich wirklich die Frage stellen. Oder entweder die haben keine Ahnung, dass es diese Studien gibt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das sind alles intelligente und sehr, sehr gut ausgebildete Menschen in dieser Kommission. Oder aber die setzen hier ganz bewusst ein Statement. Ab 2006 gab es dann weitere Studien, wo man erneut den Fehler hätte erkennen müssen und sagen müssen, das lässt sich mit der Mutationstheorie nicht mehr erklären. Doch bis heute halten sie an diesem Dogma der Mutation hartnäckig fest. Lothar Hirneise sagte was ganz Interessantes. Er sagte, fragt doch einmal einen Arzt, warum gibt es eigentlich keinen Krebs im Herzen? Dort sind doch auch ganz normale Körperzellen mit DNA. Warum mutieren die nicht? Und was glaubst du, was die antworten? Es kamen unterschiedliche Antworten. Die einen haben gesagt, ja, Herz kann keinen Krebs haben, weil das nimmt keine Glukose auf und Krebszellen brauchen ja Glukose. Heute haben wir ja PET-Geräte, da können wir ja sehen, dass ein Herz sehr wohl Zucker aufnimmt, ja. So, dann haben die anderen gesagt, ja, das liegt an, also ich mache das kurz. Es gab 100 verschiedene Antworten. Also, wenn die Theorie hinter einer Sache falsch ist, dann können die Antworten unmöglich richtig sein. Die wenigsten dieser Ärzte werden dir also antworten, weil die Zellmembranspannung durch die Aktionspotenziale immer so hoch ist und die Mitochondrien immer hochaktiv sind, sodass die Voraussetzung für die Entstehung von Krebs, nämlich dass Zellen eine niedrige Membranspannung haben, was dann zur Energiegewinnung durch Vergärung führt, im Herzen nicht gegeben ist. Was führt nun also wirklich zu Krebs? Laut Lothar Hirneise gibt es da tatsächlich drei Ursachen. Und ja, auch Giftstoffe sind eine Ursache, so wie die Schulmedizin es auch sagt, zumindest an der Verursachung von Krebs beteiligt. Doch die Frage ist hier, in welchem Ausmaß? Kann man sagen, dass Rauchen Krebs verursacht, wenn auf jeden Raucher mit Lungenkrebs 1000 Raucher kommen, die keinen haben? Andersherum muss man aber auch sagen, 90% der Lungenkrebserkrankten sind Raucher. Das heißt, Rauchen hat schon einen Einfluss, führt aber nicht per se zu Krebs. Es ist eher ein Kofaktor als ein Hauptfaktor. Und laut Hirneise bewegen wir uns, was den Einfluss von Giftstoffen betrifft, im 5%-Bereich eher weniger. Das sind dann die Menschen, die eine echte Giftproblematik haben, wo Asbest, Nikotin, Quecksilber, Strahlung, Umweltgifte tatsächlich eine sehr große Rolle im Krebsgeschehen spielen. Und logischerweise kommt oder müsste dann der Entgiftung auch eine große Rolle zukommen. Doch wie gesagt, das bewegt sich etwa im 5%-Bereich. Einen viel größeren Platz unter den krebsauslösenden Ursachen nehmen laut Hirneise und vieler anderer ganzheitlicher Krebsforscher Traumata ein. Durch das Trauma befinden sich diese Menschen über längere Zeit, Monate, Jahre in einem Sympathikotonus, also in einer Erregungs- oder Stresssituation. Und solange das der Fall ist, können im Körper weder Entspannung noch Reparaturprozesse stattfinden. Erst wenn das zurückliegende Trauma geheilt wird, nicht verdrängt und vergessen, sondern wirklich geheilt wird, dann erst kann der Körper die Stresssituation aufgeben. Dafür muss das Trauma natürlich bewusst werden, da es sonst wie Geisterhand in dir wirkt, herumspukt und den Stresszustand aufrechterhalten wird. So. Doch die mit Abstand häufigste Ursache ist laut Hirneise der Abbau von Adrenalin im Körper, hervorgerufen durch jahrelangen Stress. Und das muss kein Trauma sein. Es reicht einfach die Art mittlerweile, wie wir unser Leben leben. Unsere Art zu leben ist auf Stress ausgerichtet. Und diesen Zusammenhang zwischen Stress, fehlendem Adrenalin und Krebs hat die ganzheitlich denkende Ärztin Dr. Waltraud Frieda in den 1980er und 1990er Jahren aufgezeigt. Sie hat herausgefunden, dass bei Krebspatienten der Adrenalinspiegel extrem niedrig ist, manchmal sogar fast bei null. Und das passiert nur, wenn ein Mensch über sehr lange Zeit Stress ausgesetzt ist und dadurch der Körper irgendwann nicht mehr in der Lage ist, Adrenalin zu produzieren. Ja, und die Spiegel sinken, sinken, sinken. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, wenn der Körper kein Adrenalin mehr produzieren kann, dann bin ich doch mega tiefenentspannt. Dann kann ich doch gar nicht mehr gestresst sein. Ist doch sogar gut. Nein, darum geht es nicht. Denn in dieser Situation passiert im Körper Folgendes und das muss man kurz verstehen. Ich will das ganz einfach und oberflächlich halten, ja, damit das wirklich jeder versteht. Adrenalin ist einer der 5 Gegenspieler von Insulin. Und Insulin hat als einziges Hormon die Aufgabe, den Zucker, also die Glucose,
aus dem Blut in die Zelle reinzubringen. Das heißt, Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, ja, indem es den Zucker aus dem Blut in die Zelle bringt. Adrenalin macht genau das Gegenteil. Es ist der Gegenspieler. Es holt den Zucker aus der Zelle raus und erhöht den Blutzuckerspiegel, sowie vier andere Hormone auch noch. Durch das Fehlen von Adrenalin als Gegenspieler bringt jetzt das Insulin den Zucker in gesunde Zellen rein, ohne dass er wieder rausgeholt wird, zumindest nicht in dem Maße, so dass diese Zellen mit Zucker überhäuft werden. Die Zellen überzuckern und zu viel Zucker tötet die Zellen. Das heißt, die Zellen müssen jetzt zusehen, wie sie diesen vermehrten Zucker wieder loswerden können. Und dadurch hat nicht nur der Mensch jetzt auch noch die Zelle Stress. Sie befinden sich im Überlebensmodus. Entweder ich sterbe oder ich schaffe es irgendwie, den Zucker loszuwerden. Das ist quasi ein Super-GAU. Und was tun sie? Sie schalten jetzt auf eine primitivere Art der Energiegewinnung um, nämlich auf Gärung, weil sie so die 20-fache Menge an Zucker in den Zellen verbrennen können. Doch zum einen entsteht bei diesem Prozess viel, viel weniger Energie als bei der Verbrennung mit Sauerstoff. Und zum anderen kommt erschwerend hinzu, dass als Abfallprodukt der Gärung Milchsäure entsteht, die die Zellteilung anregt und die auch das Säure-Basen-Gleichgewicht empfindlich stört. Und das ist das Milieu, in dem Krebszellen anfangen zu wachsen. Die Übersäuerung und die anfallende Milchsäure würde der Organismus aber auf Dauer nicht überstehen. Wenn man sich das bewusst macht, dann erkennt man, dass ein Krebsgeschehen per se nicht unbedingt böse und schlechte, sondern zunächst einmal ein genialer Regulationsmechanismus unseres Organismus. Ja, im Gegenteil, eine geniale Erfindung, die zunächst größeren Schaden wie das Absterben von Zellen verhindert. Du kannst auch sagen, zunächst einmal sichert dir der Krebs dein Überleben, verschafft dir Zeit, sodass du dich um die Regulierung des Milieus kümmern kannst, um möglichst schadfrei aus dem ganzen Geschehen hervorzugehen. Und jetzt stellen Sie mal vor, entweder Sie sterben in den nächsten Wochen, weil Sie blind sind und nicht mehr gehen können, oder Sie bekommen einen Tumor, sind noch 2-3 Jahre im Leben. Ist doch unglaublich intelligent. Mhm. Und Sie haben ja noch etwas anderes. Sie haben ja die Zeit, in denen 2-3 Jahren den Stress so zu ändern, dass der Tumor wieder weggeht. Jetzt müsste man eigentlich ganz gut erkennen, dass das, was zu Krebs führt, keine Mutation ist. Die Mutation, die kommt erst viel später. Und ich müsste vor allen Dingen erkennen, wie fatal es sein könnte, auf Biegen und Brechen den Tumor zu entfernen, aber das umliegende Milieu und auch mein Leben nicht zu ändern. Weil genau das könnte das viel größere Problem werden. Eine sinnvolle Therapie leitet sich aus den 3 zuvor genannten Ursachen ab. Und dann ist die Frage, sind wir da nicht wieder ein bisschen bei den 5 biologischen Naturgesetzen? Sind wir? Zumindest teilweise. Nicht alles, aber als eine Säule in der Krebstherapie. Und ich möchte gleich den Denunzianten hier wirklich die Freude am Denunzieren nehmen. Ich sage nicht entweder oder, sondern es kann durchaus ein sowohl als auch sein. Es muss jeder selber für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Aber was ich sage ist, dass es für das Heilungsgeschehen absolut sinnvoll ist, sich diese Sachen bewusst zu machen und in der Therapie zu berücksichtigen. In welchem Ausmaß, das muss jeder selber entscheiden. Muss sich informieren, mit seinem Arzt sprechen, mit seinem Heilpraktiker sprechen, was auch immer. Aber das ist nicht zu übersehen. Und ich denke, dass durch die soeben beschriebenen Erklärungen zur Entstehung von Krebs es auch logisch ist, warum eine 2. und 3. Säule Ernährung und Entgiftung heißen müssen. Das Milieu muss verändert werden, was eben nur durch eine entsprechende Ernährung und Entgiftung erreicht werden kann. Und gerade auch, wenn ein Krebs durch äußere Giftstoffe ausgelöst wurde, so wie es die Schulmedizin ja behauptet, dann müsste doch die Entgiftung erst recht und ganz besonders in den Vordergrund rücken. Und auch hier macht die Schulmedizin einfach keinen Sinn. Sie behauptet, dass zu 95% Giftstoffe von außen Krebs verursachen. Wäre es dann nicht logische Konsequenz, dass Entgiftungsmaßnahmen in der Therapie den entscheidenden Faktor spielen? Was tun sie aber letztlich? Sie vergiften das Milieu noch mehr. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt erst einmal Schluss machen. Das Video wird sonst einfach zu lang. Ich schaue mir mal an, ob euch das Thema interessiert und werde dann gegebenenfalls noch etwas zu alternativen Krebstherapien sagen. Ich will niemanden überreden, mir zu glauben. Ich will dich auf keinen Weg drängen oder dir einen Weg als den besten anpreisen. Das würde nie funktionieren, schon gar nicht auf Dauer. Es würde einfach nicht funktionieren.
Ich wünsche mir nur aufrichtig, dass du wachsam bist, dass du dich zu allen Seiten informierst und dass du dann selber entscheidest. So wie bei allem gibt es auch in der Medizin nicht nur den einen Weg, sondern es gibt immer nur deinen Weg. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du dieses Video likest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Hier wird es noch viele Videos rund um Gesundheit, rund um die Heilpraktika-Ausbildung geben. Solltest du dich für eine Online-Ausbildung bei mir interessieren, dann folge dem Link unter diesem Video. Damit gelangst du zu meiner Internetseite und dort findest du ganz viele Informationen rund um die Heilpraktika-Ausbildung und den Heilpraktika-Beruf. Wenn du Interesse an einer intensiven Prüfungsvorbereitung hast, auch dann folge dem Link unter diesem Video. Und wenn du dich schon für eine Heilpraktika-Ausbildung entschieden haben solltest, dann kannst du dich gerne bei mir für ein unverbindliches Beratungsgespräch im Kalender eintragen. Auch dafür folge nur dem Link unter diesem Video. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen, wenn du die Gelegenheit wahrnimmst. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.